Und langsam, Sabrina. Schade, dass wir die Wildgänse nicht aus der Nähe beobachten können. Doch, können wir. Eine Menge Sterne, zwei Gläser für die Ferne. Hix, hix. Und schon baumelt jeweils ein Fernglas um Bibis und um Tinas Hals. Als die beiden bei den hohen Büschen ankommen, steigen sie ab und beginnen, die Wildgänse zu beobachten. Durch die Gläser erscheinen sie zum Greifen nah. Gleichzeitig rufen sich die Freundinnen in Erinnerung, was sie über die Tiere wissen. Förster Buchfink hat ihnen eine Menge über Wildgänse erzählt. Also wohin sind die noch mal unterwegs? Warte, nach Skandinavien, oder? Ja, ich glaube, manche auch nach Sibirien. Unser Schwarm kommt wohl von dort, hat Förster Buchfink gesagt, oder? Ach ja, genau. Im Norden haben die Wildgänse ihre Brutquartiere. Mhm. Und im Winter fliegen sie nach Süden. Und auf dem Hin- und Rückweg legen sie eine Rast auf den Wiesen am Steinbruch ein, um sich ein Polster für den langen Flug anzufressen. Ja. Das ist schon verrückt, oder? Was? Na, dass sie die Stelle immer wieder finden. Ja, und ganz ohne Hexerei. Ja. Hey, da ist ja Amadeus. Was? Wo? Na, da vorne bei den Wildgänsen. Oh, weia. Ich hätte ihn festmachen sollen. Hey! Nicht so laut. Das erschreckt die doch nur noch mehr. Ach, was ist denn in den gefahren? Amadeus ist eben auch neugierig. Ah, jetzt bleibt er stehen. Nanu, die Wildgänse fliegen ja gar nicht weg. Ein paar fliegen sogar auf Amadeus zu. Oh, guck mal, die eine landet auf seinem Sattel. Wie süß. Na, sowas. In meinem Großen steckt ein richtiger Wildgänseflüsterer. Da kommt noch eine dritte. Ja. Och, zu blöd, dass Alex das nicht sehen kann. Wo steckt der überhaupt? Er muss seinem Vater helfen, hat er am Telefon gesagt, beim Holzmachen. Die beiden fällen Bäume? Alleine? Natürlich nicht. Die Familie von Falkenstein lebt größtenteils von der Holzwirtschaft. Normalerweise organisiert Förster Buchfink die Baumfällarbeiten. Aber da der gerade auf einer Fortbildung ist, muss Graf Falko diesmal persönlich vor Ort sein.